Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Priesterdeck. Wir müssen alles noch ein bisschen umbauen jetzt vor Naxxramas. Und ja, soll ja diesen Monat jetzt kommen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was wir hier noch als Gegner bekommen. Und wir bekommen einen. Anduin! Oh, nochmal einen. Anduin! Das Licht wird den Sieg bringen. Möge das Licht euch verbrennen. So. Auch nicht viel besser. So. In der Runde machen wir jetzt mal nichts. Okay, unsere Vierer ist ein bisschen. Spielen nichts. Ich hätte jetzt natürlich gerne einen Coin. Er spielt auch nicht. Okay. Gut, jetzt können wir ein bisschen raushauen. Das war's. Zack. Schauen wir, ob er ein Schattenwort Schmerz. Schattenwort. Eure Kuchen. Magie wird euch nicht treffen. Macht ja nichts. Können wir ihn gleich weghauen? Der macht 3 Schaden. Oder ich mach den Gesichtslosen. Den Gesichtslosen hebe ich mir noch ein bisschen auf. Schauen wir einfach mal. Das Dingo! Ja! Und will ihn runterhauen. So, sehr schön. So. Spielt ihr gern mit Feuer? Okay, haut beide um 2 hoch. Sie ist natürlich schönes Fischfutter. Deswegen würde ich jetzt sagen, um wegzunehmen. Kann ich mal darf würfeln? Lass die Schmerzen schmeicheln. Jetzt nehmen wir die beiden hier hin. So. Den können wir hochhauen, verdoppeln in der nächsten Runde. Das Dingo! Ja! Schauen wir, ob wir ein inneres Feuer bekommen. Benötigt ihr einen Segen? Nochmal eine junge Priesterin. So. Benötigt ihr einen Segen? Das war's. Der wurde auf 8 hochgesetzt. Und jetzt bitte ein inneres Feuer. Ah! Nicht der Esotrake. Zwei. Oh, das tut weh. Mehr Training. Wir haben noch 4 Schaden. Okay. Mehr Schmerzen. Müssen wir hier leider reingehen.
Okay, schauen wir mal, was er jetzt macht. Um den Sindorei. So, schauen, was er macht. Ich brauche ein inneres Feuer. Das gibt's doch nicht. Die Tore sind geöffnet. Okay. Wenn wir jetzt ein inneres Feuer haben. So, dann haben wir natürlich nicht bekommen. Mehr Schmerz. Okay. Er will einen übernehmen. Das soll okay sein. Weil jetzt haben wir ihn. Gut, das war ein Beispiel, wie man durch ein Kombinationsdeck halt eben was machen kann. Ist natürlich kein Endgame-Deck, das ist ganz klar, aber ja, unser Akolyt des Schmerzes war dieses Mal richtig schmerzhaft. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis